Hallo, mein Name ist Karin Wischenbett von Erfährte Sprachreisen. Oft werde ich gefragt, welche Unterkunft jetzt besser ist, in der Residence oder im Privathaushalt. Das ist eine Frage, die man so allgemein nicht beantworten kann. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn du also sagst, du möchtest gern mit den anderen Jugendlichen gemeinsam wohnen, dann ist auf jeden Fall die Residence, also der Campus, zu empfehlen. Denn hier kannst du auch am vollen Programm teilnehmen, also am Nachmittag und am Abend. Und deine Betreuer sind jederzeit in deiner Nähe. Ja, wenn du jetzt im Privathaushalt unterkommst, musst du dir bewusst sein, dass du deinen Schulweg alleine zurücklegst. Und es kann auch sein, dass du hierbei öffentliche Verkehrsmittel nutzen musst, also mit dem Bus fährst. Die Entfernung kann maximal 60 Minuten zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sein. Das heißt also, da kannst du auch leider nicht am kompletten Programm immer teilnehmen, weil du einfach abends zu bestimmten Zeiten schon zu Hause sein musst. Der Vorteil natürlich vom Privathaushalt ist, dass du ein bisschen mehr in die englische Kultur eintauchst, ein bisschen mehr vom englischen Leben mitnimmst im Privathaushalt. Wenn du jetzt Wünsche hast, wenn du mit deiner Freundin oder deinem Freund gemeinsam reist, dann leiten wir diese Wünsche immer weiter. Dann solltest du das unbedingt bei der Buchung mit angeben und dann können wir das mit hoher Wahrscheinlichkeit hier gewährleisten, dass ihr gemeinsam untergebracht werdet.